Herzlich willkommen zu Jugendhack Köln. Ja, wir haben wieder ein Förderprogramm. Hallo? Ja, jetzt besser, ne? Hört ihr mich alle? Sehr schön. Ja, Förderprogramm für programmierbegeisterte Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Rund 50 Jugendliche waren wieder das ganze Wochenende hier zum Happy Hacking mit rund 20 Mentoren. Gleichzeitig hatten wir gerade auch eine schöne Abschlusspräsentation noch von Hello World, dem Einsteigerprogramm, wo auch nochmal 20 Kids im Alter von 10 bis 14 Jahren waren mit, ich glaube, 8 Mentoren waren es, ne? Dass das alles hier so gut klappt, das haben wir natürlich ganz vielen Leuten zu verdanken, nämlich einem ganz großen Team. Das würde ich einmal bitten, einmal aufzustehen, das Orga-Team, allen voran die liebe Caro, die einen ganz herzlichen Applaus verdient hat. Jetzt sind zwei Leutchen aufgestanden, das sieht so aus, als würden das hier zwei Leute stemmen. Das ist natürlich Quatsch, das sind, ich glaube, so rund 10 Leute, die hier, aber sich jetzt nicht alle trauen aufzustehen. Und ich glaube, ein paar sind auch noch unten und an der Popcornmaschine. Was auch der Grund ist, warum wir nur dieses Teamfoto hinbekommen haben. Die haben das Wochenende über so rotiert und waren die ganze Zeit so auf den Beinen, dass wir nicht geschafft haben, einmal alle vor die Kamera zu kriegen. So viel Herzblut fließt hier rein und so viel Arbeit und Zeit. Und dafür danken wir auf jeden Fall. Ja, und dann geht natürlich noch ein besonderer Dank auch allen, die das hier möglich machen, auch mit finanzieller Unterstützung. Einmal haben wir als Partner die Fachstelle für Jugendmedienkultur und die Stadt Köln als Partner der Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade, die Jugend Hackt jetzt ja schon zum vierten Mal zusammen machen. Förderer ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich auch sehr, dass Frau Mützenich nicht als Vertreterin hier ist. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt muss ich einmal die Karte wechseln. Genau, und dann haben wir noch als Sponsoren Rewe Systems und Adesso Insurance Solutions, so rum. Herzlichen Dank für die Unterstützung, dass ihr das alles möglich macht. Und neben dem Finanziellen haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Manpower als nur Orga-Team, nämlich die ganz wunderbaren Mentorinnen und Mentoren. Ich würde euch bitten, einmal aufzustehen, ihr dürft da bleiben, wo ihr seid, aber steht doch einmal auf und holt euch euren Applaus ab. Herzlichen Dank Anna, Benjamin, Björn, Caroline, Christopher, Claudia, Daniel, David, Dominik, Felix, Gabriele, Guido, Jasmin, Johannes, Julia, Carina, Lilly, Marcel, Martin, Murdoch, Philipp, Tom, Tim, Wolfram und Zoe. Und auch Hello World funktioniert nur mit der ehrenamtlichen Unterstützung von ganz wunderbaren Mentoren und Mentoren. Und das waren dieses Wochenende Christian, Daniel, Freddy, Ilona, Jens, Mario, Mia und Uwe. Auch vielen Dank dafür. Danke. Dann gibt es noch einen kleinen Gruß, ich weiß nicht, ob er es mitkriegt, an David, der auf der Gulasch-Programmiernacht ist und aber dem Markus geholfen hat bei der Einrichtung des Netzwerkes. Lieber David, schade, dass du dies ja nicht bei uns warst, aber danke, dass du trotzdem beim Netzwerk geholfen hast. Und dann geht's eigentlich auch schon los. Die erste Gruppe, True News, kann nach vorne kommen. Das sind Arthur, Henrik und Max. Es ist so, dass ein paar Jugendliche nicht im Internet landen möchten oder fotografiert werden wollen. Das bitten wir zu respektieren. Also wenn sie Fotos machen, die Jugendlichen bleiben dann so rechts, weiter rechts hier stehen, dann fotografieren sie die bitte nicht mit. Ja, also das ist in diesem Fall der Max. Ist das richtig? Und jetzt verkrümeln wir uns hier. Aber ihr habt hier zwei Mikros. Die reichen, oder? Braucht ihr sonst noch unsere? Ah ja, und herzlichen Dank auch noch an eure Mentoren, das waren Martin und David, die sitzen da vorne. Ihr müsst diesmal nicht mit nach vorne. So, hallo, wir sind die Gruppe True News und wir haben dieses Jahr sehr lange gebrainstormt und wir haben tatsächlich was rausbekommen und was das ist, das möchten wir jetzt gerne präsentieren. Aber wir starten zunächst mal mit unserer Vision, was wir eigentlich vorhaben. Genau. Und zwar haben wir uns gedacht, jeder Mensch heutzutage hat einen Computer und liest ganz viele Nachrichten im Internet.
Und jetzt hat sich in den letzten Monaten und Jahren ein neuer Trend herausgestellt bei verschiedenen Nachrichtenportalen, und zwar die Fake News. Das heißt, falsche Nachrichten werden verbreitet aufgrund falscher Quellen. Und für einen Autonormalverbraucher ist es nicht möglich, das zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Also wollten wir einen Algorithmus bauen, der zumindest eine Wahrscheinlichkeit angibt, was richtig und was falsch ist, und das dann publiziert quasi. Genau, soweit zur Vision. Und davon haben wir tatsächlich einiges umgesetzt bekommen. Und dazu zeige ich jetzt einfach mal das laufende Programm. So, ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Sonst kann ich es auch noch ein bisschen größer machen. So, ich hoffe mal, das sieht man jetzt. Also die Seite ist erstmal aufgebaut wie eine recht normale News-Seite. Hier sieht man zum Beispiel eine Überschrift, die ersten paar Zeilen aus dem Artikel zusammen mit einem Verweis auf den Originalartikel. Aber das Besondere, was wir jetzt hinzugefügt haben, kann man links sehen. Dort sieht man einen Daumen, der entweder nach oben, nach unten oder eben in die Mitte zeigt. Und darunter eine Zahl. Und genau das ist diese Wahrscheinlichkeit, die unser Algorithmus zurückgibt, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Artikel auf Fakten beruht oder auch nicht. Und die Zahl, die da drunter steht, ist nochmal die absolute Zahl, was unser Algorithmus rausbekommen hat. So, da kann man jetzt ein bisschen durchgucken, kann man sich schon angucken. Die sind im Moment sortiert nach dem neuesten Stand. Man kann sie sich aber auch sortieren lassen nach dem Rating. Das Rating ist hier gleichbedeutend mit der Wahrscheinlichkeit, dass sie wahr sind. Wo wir noch besonders stolz drauf sind, was wir noch geschafft haben, ist die Suchfunktion. Hat irgendwer einen Suchbegriff in den letzten Nachrichten von den letzten Wochen, den ich hier mal eingeben soll? Was? Trump. Dann gucken wir mal. So, wir laden. Und da kommen tatsächlich ein paar Ergebnisse. Da kann man jetzt ein bisschen durchscrollen, und wenn einen etwas interessiert, dann kann man da drauf drücken und schon geht die Seite auf und man kann den ganzen Artikel nachlesen. So, das war es jetzt erstmal zur Praxis. Jetzt kommt noch ein bisschen Theorie mit Methoden, wie wir das gemacht haben, was noch gemacht werden kann und was einfach noch fehlt. Und genau. Wir werden dazu eine MySQL-Datenbank aus mit Nachrichten von 20 verschiedenen Nachrichtenportalen, darunter jetzt zum Beispiel halt auch die Süddeutsche oder andere Zeitungen. Das Ganze machen wir in Python mit einer Library, die nennt sich Spacy. Die analysiert Sprache danach, welche Inhalte sie hat. Wir filtern dabei die Nomen raus und vergleichen die Nomen der einzelnen Artikel miteinander, um so eine Häufigkeit eines einzelnen Themas zu analysieren, woraus man darauf schließen kann, ob dieses Thema wirklich existiert oder bloß gebäfft wird von einer Seite. Vielen Dank. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und laden herzlich dazu ein, auf GitHub mitzuentwickeln. Das Projekt ist öffentlich. Und ja, wir hoffen mal, dass das einigermaßen Erfolg haben wird, das Projekt. Vielen Dank. Als nächstes sehen wir die Gruppe Trash Game. Die haben nicht nur ein total schönes kleines Spiel entwickelt in den letzten Tagen, sondern besonders einer aus der Gruppe, da durfte ich bald zusehen, wie er von 0 auf 100 zum 3D-Modeling-Experten geworden ist. Das war sehr schön. Kommt vor. Ein Applaus bitte für ein Trash Applaus. Game. Das sind Jan Hendrik, Julius und Jan. Guck mal, die Mikros könnt ihr euch einfach da wegnehmen, die sind auch an. Brauchst du noch eine Unterlage, Jan, oder geht das? Du musst nur sehen. Drehst du es eben einmal rum? Super. Hallo, wir sind das Team Trash Game und wir haben uns überlegt, dass man eine Mülltrennung macht, wir machen eine Mülltrennung, weil viele Leute sich nicht an die Mülltrennung halten und es so weniger wiederverwendbaren Müll gibt. Wir haben das Ganze mit dem Programm geschrieben, Unity 3D,
Und jetzt erklärt Jan noch ein bisschen was, wie das Spiel funktioniert. Also hier... erscheinen immer zufällige 3D-Objekte, die man dann in die dementsprechenden Mülltonnen einsortieren muss. Man klickt halt immer darauf und dann werden dementsprechend Plus- und Minuspunkte angerechnet. Bei 20 Fehlern ist das Spiel vorbei. So, das war's auch schon wieder von uns. Wir bedanken, dass Sie uns zugehört haben und einen besonderen Gruß geht jetzt noch raus an dich. Und das ist unser Prototyp, der vielleicht später auch nochmal ins Spiel kommt. Als Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Und ich habe ganz vergessen, die Mentoren zu erwähnen. Das waren Julia und Tom. Danke für die Unterstützung. Cool. Kommt auf deinen Schreibtisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da, wie gesagt, gerade noch drüber gesprochen. Das war super toll, was ihr gemacht habt jetzt in der kurzen Zeit. Als nächste Gruppe kommt Thinkslate. Das sind Lukas, Justus und Jan. Wo seid ihr? Ihr dürft euch auch ruhig schon die nächsten Gruppen immer schon so in Position bringen. Dann geht das ein bisschen schneller mit dem Umbau und man muss nicht so warten. Sind ja alle ganz neugierig auf eure schönen Projekte. Einen herzlichen Applaus. Unterstützt wurde die Gruppe Thinkslate von den Mentorinnen Jasmin und Lilly. Ich sehe sie nicht, aber... Hallo, wir sind die Gruppe Thinkslate und wir haben im YouTube-Videos gesehen, 15 Minuten Aufnahmezeit ungefähr und dann 20 Minuten schneiden, 30 Minuten schneiden. Und das kann man vereinfachen, indem man während der Aufnahme Schnittmarken setzt, die dann später geschnitten werden. Und bis jetzt gab es noch kein Tool, um die automatisch zu schneiden und das haben wir halt entwickelt. Ja, unsere Software basiert auf zwei Einsatzpunkten. Einmal in der Software OBS. OBS, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist ein Programm, Open Source, zum Streamen von Videos, jetzt zum Beispiel auf Twitch oder auf anderen Streaming-Webseiten, und zum Aufnehmen von Videos. Und da haben wir eben ein besagtes Plugin, mit welchem man dann eben Marker setzen kann, die in einer Datei gespeichert werden. Und da greift dann eben unsere Software ein. Wir können jetzt diese Datei eben einlesen und das Video ebenfalls einlesen und dann wird das Video exakt nach diesen Markern geschnitten. Selbstständig vom Programm. Ja, und das Weitere erzählt euch jetzt der Lukas. Okay, also wir möchten euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Also, weil wir Qt verwendet haben, kann man das auf Linux, auf Mac, aber auch auf Windows anwenden. Aber in unserem Beispiel haben wir jetzt einen Windows-Computer, dementsprechend, oder einen Computer, der Windows verwendet. Und dementsprechend zeigt euch jetzt Jan, wie man eine Videodatei und einen Keystones auswählen kann. Keystones sind dann gesetzte Marker, wie er vorhin erklärt hat, die sagen, an welchen Stellen man später schneiden möchte. Also das Erste, was man auswählt, hier mit dieser Kette angezeigt, sind eben diese Keystones in einer Reihe, wie ein Video eben abläuft, und dann das Video selbst. Genau. Und jetzt ist der letzte Schritt, den man einfach ausführen muss, natürlich exportieren. Man kann dann einen Namen eintippen. Im Hintergrund läuft jetzt ein Skript durch, dass das fein durchführt. In der Zukunft werden wir vielleicht eventuell versuchen, das zu verstecken, dass man das nicht sieht, aber das ist dann noch in der Planung. Genau, und jetzt kann man noch entweder das Programm schließen oder weitermachen und die exportierte Datei findet sich jetzt in dem Ordner, in dem man gespeichert hat.
Genau, da hat man einen Schnitt gesehen. Und ja, das war's dann eigentlich zu unserem Programm. Dankeschön. Kannst du das Mikro einfach anlassen und auf den Tisch legen? Das dauert manchmal ein bisschen, bis das hinten abgemischt wird, aber... Die nächste Gruppe ist das Team Madsix. Das sind Stefan, Lydia, Nico und Leonhard. Und der Mentor, der es begleitet hat, war Ben. Und wir sehen jetzt eine besondere Musikvisualisierung. Die Mikros liegen da auf dem Tisch, könnt ihr euch einfach wegnehmen. Die sollten auch an sein. Jetzt kommt was raus. Hallo, wir sind die Gruppe Madsix und wir haben ein Tool entwickelt, womit man Audiodateien grafisch darstellen kann. Also, zuerst hieß unsere Gruppe Pythesizer, dann kommt wieder anders und jetzt heißen wir halt Madsix, weil erstmal haben wir überlegt, ob wir dem Skript beibringen, Musik zu erstellen. Das stellte sich dann aber irgendwann als nicht machbar oder als einfach nicht gut klingend heraus. Haben uns überlegt, was können wir sonst machen und haben uns dann überlegt, ja, wir könnten auch einfach Musik in Videos umwandeln. Genau, ich war schon immer sehr am Sound interessiert. Wie funktioniert Sound? Wie werden Waves, Wellen aus einfacheren Cosinus- und Sinuswellen zusammengesetzt? Und da haben wir uns überlegt, dass wir am besten in Jupyter arbeiten, das ist sozusagen ein Visual Notebook, Interactive Notebook, was meistens eher für so Big Data Analytics Sachen verwendet wird. Aber wir haben das hier verwendet, um eine Art so Introduction to the Physics of Sound zu erstellen in Python. Wir haben angefangen mit einfach so die Basics von Sound, zum Beispiel wie plottet man eine Sinuswelle, eine Sine Wave, und das hat man hier erstellt. Ich habe versucht, Sachen zu kommentieren, dass man dann, und da kann man entsprechend auch Frequenzen ändern, wenn du jetzt ein bisschen weiter nach unten gehst. Hier sehen wir eine Cosinuswelle, wie man das in Python erstellt, also eine Welle mit einer Phase-Shift, eine Phasenverschiebung von Pi halbe. Genau, und wenn du noch weiter runter gehst, da sieht man, man kann da auch Cosinuswellen, ja, stopp, da ein bisschen, ja. Ich habe versucht, das alles zu beschriften. Hier sehen wir dann eine Cosinuswelle, dann, die dann in Spectrumform abgebildet wird. Genau, mit kein, also da sind keine Harmonics, weil man halt nur dieses einen Peak sieht. Ja, das gleiche mit Sinus- und Cosinuswellen und natürlich auch Crazy-Wellen, Sawtooth-Waves, mit denen kann man das auch machen und dementsprechend auch die Spectral Forms sehen. Genau, und das kann man halt weiterbauen, man kann auch die eigenen Audiodateien hochladen und das Coole ist, dass man wirklich sehr viel selbst, also das arbeitet, das, dieses Jupyter arbeitet öffentlich, also on an open, like a open server and you can change things. Genau, man kann verschiedenes verändern, ja. Yeah. Und wir sind halt auch auf, wir haben auch ein öffentliches GitHub, einen öffentlichen GitHub-Account, da kann man sich den Code jederzeit runterladen, auch dieses Beispiel. Und wie die, das noch eine kurze Erklärung haben wir auch auf, noch auf Hash, auf Hackdash, ja, Sprache ist schwer. So, und ja, und dann kannst du jetzt direkt in den letzten Tab gehen und einfach nur... Und jetzt das Skript in Action. Du musst nur 1 reintippen und nicht den Nummernblock verwenden. Weil Nummernblock funktioniert nicht. Also 001 ist einfach nur eine Sounddatei, die wir hinter, die wir auf, da die rumliegt. Da steht jetzt hier, wie viele Samples, also er zerlegt das in kurze Stücke und da steht dann auch hinter, wie lang das Stück ist, also in dem Fall 164 Sekunden. Und so sieht das dann in Action aus.
das mache ich jetzt. Der rote ist immer der das rote ist immer die stärkste Frequenz. Und die grüne Linie ist der Durchschnitt von allem. Und die bunte, also die diese komische blaue wabbelnde Linie ist einfach nur da, weil sie gut aussieht. Lass mal noch was laufen. So, damit ich jetzt auch noch mal kurz zu Wort komme. Ich habe jetzt bisher gar nichts gesagt. Also, es war jetzt auch recht viel auf Englisch, weil nun mal auch Informatik so auf Englisch nun mal praktiziert wird. Ist nun mal auch die Weltsprache. Nee, im Prinzip machen wir hier nichts anderes, als die Töne so zu verändern, dass wir die visuell darstellen können, dass man also auch, je nachdem als Hörgeschädigter theoretisch auch diese Musik lesen könnte. Ja, und damit auch schon vielen Dank fürs Zuhören, fürs Aufpassen. Das war's. Die Musik hattet ihr auch selber gemacht, oder wie war das? Das habt ihr gar nicht gesagt. Ja, dafür nochmal einen Applaus. Als nächstes sehen wir Leo, Max, Niklas und Niklas. Die zeigen uns, wie sie das Laufbahnberatungs- und Planungstool Oberstufe, das klingt sperrig, und sie haben es cool gemacht und deswegen heißt es Lupo in cool. Der Mentor war Wolfram in dem Projekt. Danke. Test. Test? Ja, okay. Ja. Wir hatten das Projekt Lupo in cool. Also Lupo steht für Laufbahn und Beratung. Laufbahn, Planungs- und... naja, schwerer Name, egal. Mit, ja, Max, Leo, Max, Niklas und Niklas. Ja, also... Was war unser Ziel? Naja, auf jeden Fall die Welt verbessern, sonst wären wir ja nicht hier. Nee, aber jeder Schüler in NRW sollte irgendwann mal mit ja, dem Programm Lupo in Kontakt gekommen sein. Das, naja, aber ist jetzt ein gutes Programm? Naja. Ja, also hier sehen wir das Programm Lupo. Es ist so ein kleines bisschen kryptisch, so ein bisschen Sudoku, Excel-mäßig. An den meisten Schulen wird meistens eine ganze Schulstunde einfach erklärt, wie dieses Programm funktionieren sollte. Wir dachten, es muss einfach einfacher funktionieren. Dazu ist das Programm technisch es ist schlecht gemacht einfach. Es ist nur für Windows verfügbar. Alle anderen haben ein Problem. Und die Daten werden in Microsoft Access gespeichert, statt in irgendwas Ordentlichem, in irgendeiner ordentlichen Datenbank. Und es ist noch mit einem nicht besonders guten Passwort gesichert, was eigentlich insgesamt alles gar keinen Sinn ergibt, weil die ganzen Daten kann man sowieso lesen. Alles in allem ist es technisch sehr interessant und komisch gelöst. Ja. Ja, wie wollten wir jetzt dieses äußerst traurige Programm verbessern? Wir wollten es etwas schöner machen, leichter zu bedienen, nicht so verschlüsselt diese staatliche Strengheit entfernen. Und ja, wir dachten uns dabei, wir machen das in einer Web-Applikation, heißt, das Programm ist eine Webseite, du kannst es auf deinem Handy, auf deinem PC, also überall aufrufen, wo ein Browser ist, vielleicht ein Toaster, wenn du einen Browser hast. Und ja, das haben wir durch Angular JavaScript gemacht, das ist eine gute JavaScript-Bibliothek, damit kannst du sozusagen einfach effizienter Webseiten bauen. Was dieses Programm kann, es kann wie das Original die Fächer von der Einführungsphase bis zur Qualifikationsphase in schriftlich, mündlich, Zusatzkurs oder Leistungskurs auswählen. Die Besonderheit dabei im Vergleich zu dem Original ist, dass wir eine Autofill-Funktion eingebaut haben. Heißt, je nachdem, was du auswählst, passt sich das Programm an und denkt mit.
sodass du weniger ausfüllen müsst und im Endeffekt auch das Richtige auswählst. Dabei wird noch eine Fehlerwiedergabe wiedergegeben, solltest du nicht rechtskonform etwas eingeben, weil es gibt 31 Regeln, wie du etwas richtig machen musst. Und wenn eins nicht passt, tja, Pech gehabt. Genau. Ein kleines Hindernis, was wir hatten, war die schöne Microsoft Access-Datenbank, die uns NRW bereitgestellt hat. Microsoft gibt darüber leider auch nicht viele Informationen raus, aber es gab nette Menschen schon vor uns, die das ganze System reverse-engineert haben. Und das Passwort, was eigentlich die Datenbank schützen sollte, es existiert gar nicht. Es wurde mit einer sehr schlechten Verschlüsselung behandelt, wodurch man es eigentlich im Klartext auslesen konnte. Ja, jetzt machen wir noch eine Demo von dem Ganzen. Als erstes muss man die Datei hochladen. Also man bekommt eine Lupo-Datei von seiner... Also, machen wir neu. So. Genau. Als erstes muss man die Lupo-Datei, die man entweder von seiner Schule bekommt oder schon vorher erstellt hat, hochladen. Dann wird sie umgerechnet in JSON und man sieht hier schon die Tabelle, welche Stunden man wie belegt hat und einen Durchschnitt. Und man kann dann ändern, ob man schriftlich, mündlich, Leistungskurs, Zusatzkurs machen möchte. Ja, jetzt wählt man einfach was anderes aus und Fehler. Und wenn es irgendwie einen Fehler generiert, dann wird auch hier unten direkt die Mindeststundenanzahl, wenn die unterschreiten wird, gibt es rot, gelb, grün, dunkel und doch, es gibt noch dunkelgrün, wenn man zu viele Stunden macht. Falls man das machen sollte, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber... Die Fehler. Zeig mir an. Unten. Genau. Okay. Man kann und später soll man die Dateien auch speichern können, damit man die Datei einfach einreichen muss und nie mehr dieses Programm benutzen muss. Und wir endlich mal kein Lupo mehr benutzen können, sondern endlich ordentliche Programme anstatt irgendwelche komischen benutzen können. Ja, danke schön. Vielleicht meldet das Schulministerium ja Interesse an. Okay, wir sehen jetzt wieder ein Hardware-Projekt und zwar Konstantin, Severin, Nils, Yannick, Jonathan und Christopher, das größte Team, mit dem Kofferträger. Brauchen wahrscheinlich eine Sekunde mehr zum Umbauen, aber. Genau, und hier auch wieder der Hinweis: da sind Teilnehmer bei, die nicht fotografiert werden möchten. Also. Kurz warten, vielleicht bis sie aufgebaut haben und die nicht fotografiert werden möchten, sich an ihre Seite gestellt haben. Dann dürfen sie natürlich fotografieren. Und wir filmen auch das schöne Hardware-Projekt gleich hier ab. Dann können sie das auch sehen. Die Mikros werden hinten, wird der Ton gemacht, deswegen dauert es immer einen ganz kleinen Moment. Aber die funktionieren alle. Das hier ist der Prototyp von unserem Kofferträger, der absolut noch nicht aussieht wie ein Kofferträger, da er noch in einem sehr frühen Entwicklungszustand ist. Und der Sinn dahinter war eigentlich, es Leuten mit Einschränkungen, die zum Beispiel ein gebrochenes Bein haben oder so, es zu erleichtern, ihr Gepäck zu transportieren und dass dieser Roboter einem überall mit hinfolgt, via einem Verfolgungssystem und halt auch Ziele automatisch erkennt und praktisch intelligent durch die Straßen bewegen kann. Nähere Details sage ich dazu jetzt mal Jonathan. Also der Plan war eigentlich, eine große Platte oben drauf zu tun, was wir aber noch nicht konnten, da die ganze Konstruktion noch nicht so ausgefeilt ist. Wir hatten halt nur 2 Tage Zeit, was sollte man machen? Außerdem, das Verfolgungssystem ist auch noch nicht wirklich existierend, weil ein intelligentes Tracking-System für Personen kann man nicht in 2 Tagen schreiben.
Ja, also was das Programm momentan eigentlich kann, ist einfach nur Abstand von einer Person halten und geradeaus fahren, was ich jetzt auch einmal kurz demonstrieren kann. Das Problem ist nur, wir hatten hier keine guten Motoren, deswegen wird er jetzt nicht vorankommen, leider Gottes. Aber er hat ziemlich Strom, deswegen funktioniert das Ganze einfach nicht. Was man schön sehen kann, sehen können müsste, ah doch. Okay, es hat vor 2 Sekunden noch funktioniert, aber anscheinend sind die Batterien mal wieder leer, da die auch ganz schön viel Strom ziehen und wir nur Blockbatterien zur Verfügung haben. Theoretisch könnte man jetzt hier an der Leuchte schön sehen, ob der gerade stehen bleibt oder nicht. Leider funktioniert es irgendwie gerade nicht, ich weiß nicht warum. Ja, also es ist nicht ausgereift, ich gebe es zu, aber wir hatten halt, wie gesagt, nicht so viel Zeit. Ja. Wollte ich mal noch was sagen? Um nochmal auf die Geschichte der Entstehung des Kofferträgers eben ja einzugehen. Es ist ursprünglich, gab es schon anfangs Probleme mit dem gesamten Einlesen, denn das wird alles über einen Minicomputer, einen Raspberry Pi gemacht und es gab nicht wirklich viel Erfahrung hier. Das bedeutet, man muss sich erstmal einlesen, dass sich damit verständlich machen, dass man das hinbekommt, das zu programmieren entsprechend. Jetzt wird dann eben über diesen Minicomputer zum einen vorne ein Ultraschallsensor gesteuert und dementsprechend die Distanz zum vorne liegenden Menschen gemessen, damit er auch entsprechend die Leuchten aktiviert und auch anhält. Und eben auch über denselben Computer wird dann auch werden auch die Motoren, das sind Schrittmotoren, angesteuert. Darüber funktioniert das. Ja, wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass das noch irgendwann weiterentwickelt wird eben und dementsprechend auch Leute unterstützen wird. Und wir sehen zu, dass ihr nächstes Jahr nur noch Motoren vom Feinsten zur Verfügung habt für eure Projekte. Ja, als nächstes kommt ein sehr schönes Projekt, mit dem sicherlich, dass viele, die hier sind, Anknüpfungspunkte haben werden. Das nennt sich nämlich Coffee Time. Nach vorne kommen Jan André, Jana, Tobias, Nils, Elisabeth und Lars. Und die Mentoren waren Claudia, Felix und Murdoch. Ihr nehmt euch einfach die Mikros, die sollten auch an sein, wenn eure Vorgänger die nicht ausgemacht haben. Und dann wird das hinten abgemischt. Okay. Ja, Sie fängt an. Ich muss übernehmen. Ja, dann fängst du an. Ja. Hi, wir sind das Team Coffee Time. Funktioniert das? Und wir haben ein Problem. Wir mögen Kaffee und wir sind oft unterwegs und wir haben nicht viel Geld. Also wollen wir oft einfach nur einen Kaffee von einem Automaten haben, aber so ganz auf den Genuss verzichten wollen wir ja auch nicht. Also haben wir überlegt, wir bauen ein Vergleichsportal für verschiedene Kaffeesorten von verschiedenen Kaffeeautomaten. Und weil das sehr spezifisch ist, haben wir das dann noch ausgeweitet auf Kakao und Tee, damit mehr Leute noch angesprochen werden können. Und das war unsere Idee. Genau, dann wie wir das umgesetzt haben, wir haben unser 6-köpfiges Team in 2 kleinere Unterteams aufgeteilt. Einmal, alles in Ordnung? Ah, okay, sie muss sich einmal kurz anloggen. Ich rede weiter. Wir haben uns halt eben in 2 Teams aufgeteilt. Einmal das Frontend-Team, das ist einmal Lars, Tobias und Elisabeth und einmal hier auf der Seite Jan-André, Jana und ich. Wir haben uns um das Backend gekümmert. Also worum geht es? Das Frontend-Team hat sich darum gekümmert, wie stellen wir die Daten effizient dar. Es gibt eine Karte, die wird gleich Elisabeth zeigen, wie man das Ganze darstellt. Wir haben auch ein Layout, sich ein Design ausgedacht und dann haben wir festgestellt, es muss natürlich auch irgendwas dahinter passieren. Heißt, irgendwer muss sich darum kümmern, dass die Daten gespeichert werden, sortiert werden, verwaltet werden und dass das auch irgendwie dann noch sinnvolle Daten sind und auch ein bisschen was Daten sammeln. Heißt, wir haben ein bisschen was auf Google Maps geschaut, welche Cafés gibt es hier in der Umgebung in Köln. Und dafür gibt es halt eben das Backend. Wir drei haben uns dann halt eben gekümmert, einen Server aufzusetzen. Den haben wir mit Node.js implementiert. Das ist eine recht neue Technologie, was Server angeht. Und haben auch einen kleinen Raspberry Pi benutzt. Das ist dieser kleine Computer, den hat man bei dem Team davor gesehen. Unserer steht da hinten in der Ecke. Da ist so ein kleines Schildchen. Auf jeden Fall steht er dort und macht fleißig seine Arbeit. Und damit haben wir das dann umgesetzt. Sonst nimmt das hier einfach. Genau, das ist unsere Startseite. Hier unten sieht man direkt ein kleines YouTube-Video, das ist eingebunden. Einfach, warum sollte man so viel Kaffee trinken? Weil Kaffee ist nämlich eigentlich ganz gesund.
vom NDR, sehr zuverlässige Quelle natürlich. Hier oben hat man ein Menü. Da kann man als erstes mal auswählen die Karte. Da kann man sich einfach überlegen, okay, hier in meiner Umgebung, was ist da jetzt? Zum Beispiel habe ich jetzt hier was gefunden. Da klicke ich drauf, dann kommt ein kleines Pop-up-Window. Ich sehe ganz kurz, wo kauft man den Kaffee? Und eine generelle Bewertung. Wenn ich jetzt hier auf mehr Informationen klicke, sehe ich, was genau für Getränke verkauft dieses Brauhaus hier. Und nochmal genau den Preis, die Art des Getränks und die Bewertung. Ich kann jetzt sogar selber noch eine Bewertung abgeben, wenn ich sage, das 3 Sterne stimmt jetzt aber gar nicht so. Dann kann ich jetzt hier auswählen, wie viele Sterne würde ich dem ganzen Ding geben und das dann abschicken. Der nächste Punkt, den man hier im Menü erreicht, ist ein kurzes Ranking. Das heißt, wenn man sagt, okay, mir ist es jetzt zu viel Arbeit, alle Teile anzuklicken und zu schauen, wo ist der beste Kaffee, dann kann man halt einfach schauen, okay, hier die beste Bewertung ist 5 Sterne. Und dann kann man sich halt aussuchen, welchen von den Kaffees, wohin möchte ich da gehen. Genau, und als letztes haben wir noch ein kurzes Formular, weil wenn man feststellt, ich habe irgendwo Kaffee getrunken, der war super toll, aber den finde ich auf der Karte gar nicht, dann kann ich hier einmal kurz alle Informationen eingeben, das Ganze abschicken und dann erscheint das tatsächlich auch auf der Karte. Das funktioniert ganz gut mit dem Backend. Genau, das war's auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Jetzt sehen wir Frederik und Sven, die haben sich mit einer intelligenten Laderegelung zum Beispiel für Handys beschäftigt. Bei dem Projekt Isful. Mentorin war Caroline von der Gruppe. Vielen Dank und einen Applaus für die Gruppe. Also, wir haben das Projekt Isful gemacht, was für intelligenter Schalter für unbenutzte Ladegeräte steht. Und das Problem, was wir lösen wollten, war halt, dass wenn man zum Beispiel sein Handy über Nacht laden lässt, der Akku dann voll ist und es die ganze Zeit anbleibt. Und das verbraucht Strom und ist nicht so sinnvoll. Ansonsten kann man das Projekt auch dazu nutzen, einen Akku nur zum Beispiel zu 80% zu laden. Die Lösung dafür ist, dass wir ein Arduino verwenden, das ist auch ein kleiner Mikroprozessor, der wiederum misst, wie viel Strom das Handy beim Laden verwendet. Und sobald es weniger Strom verwendet als eingestellt ist, schaltet der Arduino das Ladegerät aus. Hier sieht man nochmal einen Graphen, das heißt, man kann quasi hier angeben, bei welcher Strommenge der Arduino ausschalten soll. Dann kann man oben sehen, bei wie viel Prozent der Handyakku dann wäre. So, dann demonstrieren wir das jetzt einmal. Okay. Also hier sieht man erstmal den Arduino Nano, der das Ganze so steuert. Das ist halt das Herzstück von dieser Platine hier. Hier ist noch ein Relais, was dann den Strom ausschaltet und wieder an. Und hier 5 Knöpfe. Einer von diesen Knöpfen, also dieser hier, das ist der Anschalter. Der wird benutzt, um den Arduino kurz mit Strom zu versorgen, damit er sich Strom von der Leitung hier holen kann. Das wird dann über einen 9-Volt-Block realisiert. Dann sind hier noch 4 weitere Schalter, die benutzen wir, um jetzt verschiedene Ladezustände eines Handys zu simulieren, weil wir können ja jetzt kein Handy hier haben, was leer, und dann laden wir das mal eben auf, aber es geht nicht so schnell. Ja, also dann drücke ich mal auf den Anschalter, den hält man ganz kurz gedrückt. So, jetzt simulieren wir mal ein halbwegs volles Handy, das heißt, das Handy ist noch nicht voll, das heißt, es wird noch geladen. Hier fließt gerade Strom, das Relais hat den Strom angeschaltet. Und jetzt machen wir mal eine niedrigere Last, das ist ungefähr, wenn das Handy voll ist. Und hier sieht man, dass sich der Akku ausgeschaltet hat. Ja.
Das nächste Projekt, Dankeschön. Das nächste Projekt, was kommt ruhig nach vorne, präsentieren Leon, Peter, Baran und Hendrik. Das ist das Projekt Noise Watch und die Mentoren waren Dominik und Guido. Ihr habt auch wieder was dabei, was die Kamera abfilmen kann, ne? Habt ihr genug Platz da? Oder sollen wir noch was wegräumen? Braucht ihr nicht? Gut. Die Mikros liegen da, ne? Und die sollten auch an sein. Stille. Das ist was wir immer wieder suchen. Es gibt es gibt so viele Momente, in denen man einfach nur ein bisschen Stille, einfach ein bisschen Ruhe haben möchte. Das Problem, Stille sucht man meist vergeblich. Denn heutzutage ist Stille schwer zu finden. Überall gibt es Geräuschquellen, überall gibt es Lärmquellen. Wenn man in einer Stadt wohnt, hat man meistens allein schon den Lärm von den Straßen, den man gar nicht los wird. Wir haben uns für dieses Problem aber eine Lösung überlegt, denn was wäre denn, wenn man schon im Voraus wüsste, wie das Lärmverhältnis in einem bestimmten Gebiet ist, an einem bestimmten Ort ist? Könnte man dann nicht zum Beispiel schon beim Umziehen entscheiden, wo man hinziehen möchte, wo es vielleicht leise ist? Oder wenn man zum Beispiel eine Familie mit Kindern hat, weil man unbedingt ruhige Nächte braucht, kann man genau rausfinden, wo man ruhige Nächte hat. Und deshalb präsentieren wir Noise Watch. Ja, eine Präsentation ist schön, eine Live-Demo ist schöner. Und zwar geben wir die jetzt. Dort haben wir unsere Website. Da sieht man einen großen Block mit simulierten Daten. Wir hatten leider nicht die Ressourcen, die Echtzeit zu messen. Allerdings kann man da schon sehen, es gibt viele rote und auch viele grüne Flächen. Die roten Flächen sind die lauteren Flächen, die grünen die leiseren. Das heißt zum Beispiel, unten rechts wäre es jetzt um einiges leiser als oben links. Dort sieht man einen Slider. Den Slider kann man natürlich auch hin und her ziehen. Und beim Hin- und Herziehen ändert sich auch da ändert sich die Daten. Und zwar basierend auf der Uhrzeit. Zum Beispiel, wenn wir den jetzt auf 0 Uhr ziehen, dann sehen wir, dass es um einiges leiser ist jetzt als zum Beispiel um 12 Uhr. Das berechnet sich aus dem Durchschnitt der letzten 2 Wochen, die wir gemessen und oder halt in dem simuliert haben. Ja. Okay. Und natürlich ist unser ganzes System nicht nur Software, sondern wir haben uns auch ein Sensorsystem überlegt. Ich werde das jetzt einfach mal hochhalten, dann brauchen wir die Kamera dafür nicht. Und das Sensorsystem haben wir ziemlich schnell zusammengebaut und es ist auch sehr günstig, denn alle Komponenten zusammen kosten so um die 10 Euro. Und unser Gedanke dabei war, dass sich quasi jeder Interessierte oder jeder, der bei diesem Projekt mitwirken möchte, sich selber diese Teile bestellen kann, sich selber so einen Sensor bauen kann und diesen Sensor dann eben auch selbst aufstellen kann. Auf diese Weise wird die Karte immer genauer und immer verbreiteter, desto mehr Leute sich eine solche Messstation eben selbst bauen und selbst aufstellen. Das ist eben unser Gedanke dabei, dass wir die Daten für diese Karte eben von interessierten Bürgern und interessierten Bürgerinnen selber ermitteln. Ja, so ein Sensor ist immer sehr kritisch. Funktioniert er nicht? Wir sind uns sehr, sehr sicher, dass er funktioniert und demonstrieren das jetzt auch live in dem Sinne. Das heißt, wir können jetzt übergehen auf eine Oberfläche mit Graphen zu den Lautstärken. Jetzt haben wir da gerade den angesteckt, das heißt, er macht bald oder gibt gleich Daten ein über die Lautstärke. Jetzt muss ich Sie alle bitten, mal richtig Lärm zu machen. Also irgendwie auf den... So, Netzwerklatenzen gibt es natürlich immer. Jetzt müssten die langsam eintrudeln in dem Graphen und dann können wir wahrscheinlich auch bald schon sehen, dass sie ganz schön kräftig geklatscht haben. Allerdings, dieser Sensor streikt anscheinend ein bisschen, hat ein bisschen Lampenfieber. Es hat in allen Tests funktioniert. Naja, auf jeden Fall...
eigentlich müssten Sie jetzt sehen, dass Sie sehr laut geklatscht haben. Alles klar. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei... bei unseren Mentoren Guido und Dominik und beim Orga-Team, dass sie alles so toll organisiert haben. Wir hoffen, wir haben sie überzeugt, dass das Projekt wundervoll ist. Auf jeden Fall, ganz wundervoll. Du kündigst die nächsten an? Oder ich? Ja. Jetzt kommen Jan und Leon mit dem Presentation Optimizer Tool. Ich habe sie vorhin gefragt, ob sie ihr Projekt kurz in einem Satz zusammenfassen können und da waren die noch so eingespannt, dass sie nur kurz gesagt haben, den Tod durch PowerPoint verhindern. Und ich glaube, darum geht's, dass wir uns alle nicht mehr oder weniger mit schlechten PowerPoint-Präsentationen langweilen müssen. Ein Applaus für die Gruppe. Okay. Test, Test. Ja. Test. Oh. Nein. Soll ich den Anfang machen? Nee, ich mach das. Ja, okay, mach. Wir haben das Projekt Presentation Optimizer Tool oder wie man Tod durch PowerPoint vermeidet. Wir wollten also ein Tool erschaffen, das einem dabei hilft, bessere PowerPoint-Präsentationen oder mit LibreOffice geht auch, zu erstellen. Und dazu mussten wir uns natürlich erstmal fragen, was ist eine gute Präsentation? Das ist keine gute Präsentation. Und dann haben wir uns ein paar einen Leitfaden überlegt mit ein paar Sachen, was ist gut. Hier sieht man zum Beispiel, das ist die Textmenge. Das sieht man recht häufig da rechts, dass die ganze Präsentation einfach voll mit Text ist. Wir haben uns überlegt, ja maximal 20 Wörter, also je nach Präsentation, ist auf jeden Fall die Obergrenze. Oder hier die Schriftgröße ist sehr wichtig. Und wenn man einfach einen ganzen Artikel aus Wikipedia reinkopiert, dann schlafen einem die Zuschauer einfach alle ein. So, dann, man kann die Zuschauer sehr leicht mit Daten erschlagen, deswegen sollte man die besser mit so Grafiken darstellen. Ja, die Farben hier, mache ich schnell über das weg. So, es tut sehr weh im Auge. Dann, mit Bildern muss man natürlich auch immer aufpassen. Weil rechts zum Beispiel ist der Kontrast sehr schlecht und man kann das schlecht lesen. So, unser Projekt, die Idee hatten wir zuerst, weil beim Brainstorming, weil wir überlegen sollten, was schlecht ist und was man besser machen kann. Und jetzt ist uns eingefallen, dass PowerPoint-Präsentationen meistens sehr textlastig und sehr lang sind. Und man dadurch die Informationen, die vielleicht wichtig sind, überhaupt nicht an die Leute kriegt, die dann überhaupt nicht zuhören wollen. Und um das zu ändern, wollten wir ein Tool erstellen, das beim Erstellen hilft und auch für Einsteiger geeignet ist. Als für die Umsetzung wollten wir ein Plugin für LibreOffice in Java schreiben. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber im Framework, also sie haben dafür LOA, also Eclipse verwendet. Bloß hat das Tool die Grundlage, die für LibreOffice Writer funktioniert hat, absolut gar nicht funktioniert für LibreOffice Impress. Deswegen haben wir bis auf eine funktionierende Entwicklungsumgebung für diese Plugins und dem Plugin selber, aber nur für Office Writer, wo es ziemlich sinnlos ist, weil es checkt, wie viele Wörter. Und wenn man nur 20 Wörter pro DIN A4-Seite hat, dann macht das keinen Sinn. Deswegen hoffen wir, dass wir das noch fertig entwickelt kriegen, die Schwierigkeiten überwunden haben und dann niemand mehr Tod durch PowerPoint erleidet. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Jetzt sehen wir Leon, Marlon, Max, David und Julian. Die haben sich auch wieder an einem Hardware-Projekt versucht. Und es ist ein sehr schönes interdisziplinäres Projekt. Die haben gecodet, haben in CAD Gehäuse konstruiert, haben Elektronik eingesetzt. Das ist sehr schön. Und wo ist die Gruppe? Ganz hinten. Kommt doch vor. Ja. Ein Applaus für die Gruppe Smart Hut.
Der Mentor ist Johannes und das Schöne ist, dass Johannes auch bis vor 2 Jahren noch Teilnehmer war. Und jetzt als Mentor. Ist ja nicht der Einzige, David übrigens auch. Also wenn ihr 18 seid, werdet ihr einfach alle Mentoren. Ja, hallo. Oh, das ist Akku leer. Hallo, wir sind das Projekt SmartHUD, sprich smartes Head-Up-Display und der Julian beginnt mit unserer Projektidee. Also beim Brainstorming hatten wir die Idee, dass es doch sinnvoll wäre, die Kommunikation bei Freizeitaktivitäten oder beim Fahrrad- oder Motorradfahren zu vereinfachen. Wir haben uns gedacht, es wäre doch sinnvoll, das über ein Head-Up-Display zu lösen, was dann am Helm oder Kopf montiert wird. Dies überträgt dann Benachrichtigungen oder Navigationsinformationen vom Handy auf das Display und zeigt diese an. So, jetzt. Jetzt kommen wir mal zu den Problemen, die wir bei dem Projekt hatten. Also es gab schon einige, aber haben sie auch einigermaßen wieder gut hinbekommen. Das erste, was wir hatten, wir wollten, wie er ja schon gesagt hat, die Notifications vom Handy auf das Head-Up-Display spielen, dass man zum Beispiel beim Motorradfahren nicht aufs Handy gucken muss, wenn jetzt einer eine Nachricht schreibt oder anruft. Da gab es aber von softwaretechnischer Seite Probleme, weil man nicht den Traffic abfangen konnte und den zu dem Arduino senden konnte. Außerdem bei der Hardware-Funktionalität hatten wir ein paar Probleme, weil das Display nicht funktioniert hat von Anfang an. Das war sehr frustrierend. Und die Arduinos haben auch ein bisschen rumgemeckert, wollten nicht so, wie wir wollten. Und das sollte eigentlich ein Head-Up-Display sein, was an den Helm kommt, aber das konnten wir nicht so befestigen, ohne dass der Helm dabei kaputt gehen würde. Leider. Genau. Wie gesagt, wie Marlon das schon gesagt hat, haben wir ein Head-Up-Display als Lösung benutzt. Softwaremäßig haben wir die Arduino-IDE genutzt in C. Und Marlon hat auch noch eine kleine Java-App geschrieben, die halt wegen der Hardware-Probleme noch nicht so richtig funktioniert. Genau. Kannst weitermachen. Als Hardware benutzen wir momentan noch ein Arduino, der aber höchstwahrscheinlich dann gegen einen ESP8266 ersetzt wird, da der Wi-Fi und Bluetooth-fähig ist und dann nachher mit dem Handy koppelbar ist. Und als Grafikmedium haben wir ein ganz normales OLED-Display benutzt. Jetzt sehen wir gerade mal einen Querschnitt aus dem CAD, wie das Ganze funktioniert. Also ganz oben ist quasi das Display befestigt, dann strahlt das quasi runter auf einen Spiegel im 45-Grad-Winkel. Dann haben wir rechts eine Linse, die das Ganze fokussiert und auf eine Plexiglasscheibe vor dem Auge quasi projiziert. Genau, um das Ganze kompakt, also damit halt nichts verrutscht und die ganze Elektronik mit dem Akku unterhalten ist, haben wir das Ganze in einen Case quasi gebaut, das wir vorher in Fusion 360 designt haben. Und das soll dann auch nachher halt befestigt werden am Fahrradhelm oder Motorradhelm oder sonst wo. So, jetzt haben wir hier. Hallo. Jetzt haben wir hier mal eine kleine Demonstration. Das ist der SmartHUD. Und jetzt sieht man hier diese Plexiglasscheibe und wenn ich dann jetzt einmal reboote, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu sehen, deswegen halte ich mal die Hand davor, boote der und man hat halt das Menü, wo wahrscheinlich dann Knöpfe am Motorrad, Lenkrad festgemacht werden können, die dann Applications triggern, um zum Beispiel die Notifications vorzulesen. Danke. Das musst du, okay. Und ja. Das war. Oder? Was? Das geht weiter. Was? Es geht noch weiter. So, jetzt stellen wir uns die Frage, what's next? Also, wie machen wir jetzt weiter mit dem Ganzen? Da wollen wir als allererstes das Ganze jetzt mal, sag ich mal, in einer Grundbasis fertig kriegen. Heißt, dass wir das Ganze verkleinern, also der Arduino dann gegen ein Nano oder ESP ausgetauscht wird, heißt, alles in dieses Gehäuse rein kann.
und dann halt auch die App fürs Handy eventuell fertig entwickelt wird und wir dadurch dann auch eine Benachrichtigung auf den Smart Hut kriegen. Dann überlegen wir vielleicht noch über mehr Features, wie zum Beispiel eine Sprachsteuerung. Und als letztes denken wir noch über eine universelle Halterung an Helm fest, so dass man an jedem beliebigen Helm dieses Gerät dann montieren kann. Sehr nice. Und jetzt sind wir sogar schon beim letzten Projekt. Das Stichwort ist E-Democracy. Und nach vorne kommen Tobias, Nikolas, Nikolai, Joshua, Vincent und Hannes und präsentieren das Projekt V-Vote. Und ihr hattet verschiedene Mentoren. Alle haben mal geholfen. Einen herzlichen Applaus. Hallo, wir stellen euch heute V-Vote vor. Der Name ist Absicht. Unser Projekt ist eigentlich im Endeffekt eine simple Umfragen-Webseite, allerdings mit dem besonderen Augenmerk darauf, dass es eben politisch orientiert ist. Und wir haben irgendwie versucht, das Problem der Expertise in der E-Democracy zu lösen. Das heißt, dass nicht unbedingt jeder Bürger bei jeder Abstimmung zu einem Gesetzestext weiß, worum es eigentlich direkt geht. Die Funktionen unserer Website sind das Erstellen von Umfragen und das Abstimmen über Fragen. Sobald man über eine Frage abgestimmt hat, hat man sofort das Ergebnis gesehen. Dann die Themenfelder, also ich habe einen Filter und in diesem Filter kann ich meine Interessen angeben. Und wie gesagt, das ist dann halt E-Democracy, damit können wir halt, wenn da nicht jeder über jedes Thema informiert ist, kann man halt seine Filter mit seinen Themen angeben und kriegt dann auch nur Umfragen oder Fragen halt für sein Thema. Dann, ja. Genau, die Vorteile von V-Vote sind, dass es kein Account-System gibt, deswegen kann man sehr leicht und sehr schnell, ohne einen Account anzulegen, direkt abstimmen oder auch selbst Umfragen zur Verfügung stellen oder erstellen. Des Weiteren kann man auswählen, welche Themenbereiche man selbst interessant findet und dementsprechend bekommt man dann auch Umfragen sozusagen, über die man dann abstimmen kann und nicht irgendwelche Sachen, wo man sich erst einlesen müsste. Zum Beispiel, man interessiert sich für Umwelt und bekommt dann auch Umfragen nur für den Themenbereich Umweltpolitik. Und ja, wir haben noch ein sehr übersichtliches Design gewählt, wodurch das Ganze ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Also der Aufbau ist relativ einfach. Man hat halt ein Webinterface. Da kann man die Umfragen erstellen und für die Umfragen stimmen, sowie auch das Ergebnis sich ansehen. Und zudem läuft halt auf einem Server das Backend, das soll halt die Stimmen zusammenzählen. Genau, wie das jetzt in Aktion aussieht, das sehen wir jetzt hier, kannst du mal, genau. Das ist die Seite. Man wird hier erstmal schön begrüßt und man kann jetzt erstmal eine Übersicht der ganzen Umfragen ansehen. Da werden einem aktuelle Umfragen angezeigt. Dann kann man hier Filter wählen. Und diese Filter, das ist das, was wir eben angesprochen haben, dass halt jeder für sich entscheiden kann, bei welchen Themenbereichen kann ich mich halt gut mit einbringen und gut mit abstimmen. Da kann ich jetzt zum Beispiel Filter auswählen, nach denen die Umfragen sortiert werden. Ich kann auch eigene Umfragen erstellen, das wäre dann hier. Überschrift eingeben, Antwortmöglichkeiten und dann würde die halt hinzugefügt werden. Leider hatten wir ein paar Probleme mit dem Backend, weshalb das jetzt noch nicht komplett funktioniert. Themen, da können wir dann nochmal voreinstellen, welche Themen einen interessieren, beziehungsweise bei welchen man gut mit abstimmen kann. Ja gut, also wie haben wir das Ganze umgesetzt, ist jetzt die Frage. Die Website haben wir mit HTML und CSS gemacht. Alles Interaktive haben wir mit JavaScript umgesetzt. Das Backend, das jetzt noch nicht mit dieser Web-App verbunden ist, das wurde mit Java gemacht und sollte, so haben wir geplant, auf einem Raspberry Pi laufen. Ja, hier sehen wir nochmal, wie die Auswertung von dem Ganzen aussieht. Heißt, man macht jetzt hier im Frontend zum Beispiel die Umfrage,
stimmt für eine bestimmte Antwort. Das Ganze wird dann ans Backend gesendet, das berechnet dann die Daten, die auf dem Server vorliegen und sendet sie dann zurück ans Frontend, wo sie dargestellt werden können. Ja, das ist unser Projekt. Es ist noch nicht ganz fertig, aber wir wollen dran weiterarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kannst du einfach auf den Tisch legen. Dankeschön. Diesmal sind wir ganz schön gut durchgekommen. Tatsächlich war das schon das letzte Projekt. 12 Projekte waren es insgesamt. Einen ganz herzlichen Dank müssen wir auch nochmal aussprechen. Die haben wir vorhin noch gar nicht genannt, nämlich an das VOG, das Video Operation Center vom CCC hier in Köln. Herzlichen Dank, dass ihr das übertragt und die Mikros regelt und so. Das hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt, wenn die nicht ganz so schnell waren, aber eigentlich alle Mikros tun es. Ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken, allen Mentorinnen und Mentoren, dem ganzen Orga-Team.